Hi, mein Name ist Jana, ich bin 16 Jahre alt und ich bin jetzt schon fast 2 Monate mit Kulturwerke in Neuseeland. Und heute zeige ich euch meinen ganz normalen Schultag von mir, also absolut gar kein normaler Schultag, weil hier sind jetzt fast Sommerferien und heute ist mein letzter Schultag. Wir gehen nämlich heute Whale-Watching mit den anderen Internationals. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Also als erstes hat uns meine Gastmutter zur Zughaltestelle gefahren, da bin ich mit meiner Gastschwester in den Zug angestiegen und wir sind in die Stadt gefahren. Und sie hat mich dann zum Whale-Watching-Stand gebracht, also einfach zum Hafen gebracht, wo wir eben mit dem Boot abgelegt haben. Und dann haben wir so kleine Kärtchen bekommen, mussten uns dann auch umhängen, damit jeder wusste, dass wir halt eben für das Whale-Watching da anstehen und das Dolphin-Watching. Und dann sind wir auch schon aufs Boot gegangen, also die ganz anderen Internationals und ich. Als wir dann auf dem Boot waren, hat man dann auch nochmal so komplett Oakland gesehen, also halt die Stadt, und das sah richtig, richtig schön aus. Genau, und dann sind wir auch schon losgefahren. Ich glaube, wir sind so ungefähr 2 Stunden rausgefahren, aber man hat immer noch so Inseln und sowas gesehen. Also ich werde ein bisschen seekrank und mir ist auf jeden Fall krass geholfen, dass ich halt noch so Inseln gesehen habe und sowas. Genau, und ansonsten haben wir dann erstmal sozusagen so 2 Stunden oder 1,5 Stunden. Also bin dann erstmal rausgefahren, wir haben ein bisschen was gegessen und einfach so die Aussicht bewundert. Genau. Und dann wurde uns gesagt, hier sind Delfine und das war richtig, richtig cool. Wir haben richtig viele Delfine gesehen. Ja, es war einfach mega. Und dann sind wir noch ein Stück weiter gefahren und dann haben wir sogar wirklich auch einen Wal gesehen und das war richtig, richtig, richtig cool. Ja, das war echt der absolute Hammer und jeder hat sich richtig krass gefreut und das Boot war halt relativ klein, sag ich jetzt mal. Es war gar nicht so klein, also es war eigentlich normal groß. Ja, auf jeden Fall war es halt windig, deswegen hatten wir auch alle geschlossene Klamotten an und unsere Regenjacken an und Windjacken an. Und dann ist auf einmal das Wasser so auf das Boot geflossen. Wir wurden komplett nass, aber es war super lustig. Ja, genau. Danach sind wir auch schon wieder zurückgefahren mit dem Boot und ich bin nach Hause gefahren mit meinen beiden Freundinnen, denn wir haben danach einfach noch ein bisschen den Tag ausklingen lassen und ja. Ich habe euch auch noch ein bisschen was von meiner Schule mitgefilmt, als ich dort gestern war. Einfach nur, damit ihr mal seht, wie so eine neuseeländische Schule aussieht. Und wir haben auch eine Schuluniform. Und die besteht aus einem Rock, einer Bluse und eben Lack, schwarze Schuhen. Und generell, du kannst dort ein Musikinstrument neu lernen, wenn du das möchtest. Schulfächer sind zum Beispiel Psychologie, Design oder Fächentechnik oder Food Technology. Das habe ich zum Beispiel auch, und da kocht man, backt man, das ist mega cool. Du kannst auch Fremdsprachen lernen, du kannst zum Beispiel Japanisch lernen oder Mandarin. Und ja, das ist mega, mega cool. Also du
kannst dich da komplett frei entfalten. Und also ich kann 5 Fächer wählen. Ich habe Mathe, damit ich halt in Deutschland mit Mathe klarkomme. Und dann habe ich Foodtech. Dann habe ich Bio, weil Bio mein Leistungskurs ist in Deutschland. Dann habe ich Outdoor Education. Outdoor Education ist mega cool. Da kannst du dann auf so Camps gehen und auch so ausflügen mit deiner Klasse. Und das ist mega cool. Dann kannst du hier die ganze Landschaft so erkundigen und sind dann so 3-4 Tage unterwegs. Und oh, das ist so cool. Ich liebe es. Genau. Dann habe ich noch als mein letztes Fach Psychologie. Ich habe da einfach so richtig coole Mädels kennengelernt und ich bin echt extrem dankbar, dass ich in dieser Gruppe mit drin bin. Und ja, ich liebe auch meine Lehrerin, die ist super, super nett und generell das ganze Fach macht mir einfach mega viel Spaß. Das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und schreibt auch gerne mal einen Kommentar, ob ihr schon mal Whale-Watching gemacht habt. Und ob ihr vielleicht sogar vorhabt, nach Neuseeland zu kommen. Weil also Neuseeland ist halt wirklich so vielfältig. Auf der einen Seite habt ihr so komplett den Wald und so fast schon den Dschungel, sag ich jetzt mal. Also so Buschleben-mäßig. Und auf der anderen Seite habt ihr so komplett einfach Strand. Und Meer und einfach so richtig, richtig schöne, schöne Strände und Orte zu erkundigen. Und natürlich, dann habt ihr noch die Großstadt. Und das ist einfach mega. Also ich liebe es extremst hier. Und ich möchte jetzt schon nicht nach Hause. Und aber ich habe jetzt zum Glück noch 7 Monate. Also alles gut. Ja, genau, das war's jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst euch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und vergesst auch nicht rechtzeitig eure Bewerbung fürs Auslandsjahr herauszuschicken. Ganz wichtig, damit ihr das schön rechtzeitig macht und da auch eine Chance habt, euren Traum vom Auslandsjahr zu verwirklichen.